Ja, servus Leute, und ganz besonders begrüße ich in diesem Video den Sven vom Kanal ESR69. Ja Sven, das wird meine VA für dich. Du hast ein Giveaway gestartet. Ja, du hast mittlerweile einige Abonnenten auf deinem Kanal. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr auswendig wie viel genau, aber ich glaube, es fehlt nicht mehr viel, dann hast du 400 Abonnenten erreicht. Ja, dir geht es ja nicht so sehr um die Abonnentenzahl bei deinem Kanal, aber es ist natürlich schön, wenn man ja Videos macht, ja, die sehr vielen Zusehern gut gefällt, und ich gehöre auch dazu. Ja, also ich sag mal, ja, ich will es mal so formulieren, so einen YouTuber wie dich in der Messerszene, ja, das hat irgendwie noch gefehlt. Ich weiß jetzt keinen vergleichbaren YouTuber, der solche Videos macht wie du. Ja, du bist ein sehr ehrlicher Typ und kennst dich mit Messern richtig klasse aus. Der Stefan vom Kanal Stefan123321 hat das mal sehr gut erwähnt. Also, ja, deinen Kanalnamen könntest du getrost ändern auf Knife Doctor. Ja, das hat mir sehr gut gefallen, wo der Stefan das so erwähnt hat. Und dem kann ich nur zustimmen. Ja, du kennst dich, wie gesagt, Messern klasse aus. Du hast schon einige Messer, ja, zu neuen Leben erweckt. Ja, das wollte ich alles nur am Anfang von meiner VA erwähnen. Ja, ich hoffe, du machst noch lange weiter so mit deinen Videos. Sind alle Videos sehr interessant. Man kann da wirklich einiges lernen. Also jetzt zu meiner VA, es geht ja eben um China-Messer. Da habe ich ein paar Messer drin. Ja, die will ich jetzt dann gleich zeigen und ein paar Worte darüber verlieren. Und ja, also ich stelle die Kamera jetzt hin und dann kommen wir zu meiner VA. So, ja, wie gesagt, es geht um China-Messer. Ich würde es gerne unsere Meinung zu China-Foldern hören, zu China-Messern hören. Ich muss gleich erwähnen, ich habe mich noch kaum mit China-Messern beschäftigt. Ja, lange Zeit habe ich mich nur mit hochwertigeren Messermarken beschäftigt, vor allem mit Chris Reeve. Ja, das war lange Zeit, ist irgendwie noch immer mein ultimativer Folder, also meine Marke bei Foldern, Chris Reeve Knives, wie gesagt. Und lange Zeit waren eben China-Messer für mich uninteressant. Ich weiß nicht warum, ja, die waren immer wieder so verschrien, waren im Verruf eben. Ja, ich dachte mir eben lange Zeit, das ist, ja, wie eben viele erwähnen, China-Müll. So hart das klingen mag, aber der Meinung bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe ja einige Messer ausprobiert, angeschaut, und irgendwann dann mal habe ich mir doch einen China-Folder geholt. Den habe ich jetzt nicht mehr. Ich zeige dir jetzt einfach, welche Messer, ja, aus China ich noch besitze, und sage ein paar Worte darüber. Den Folder will ich auch zeigen. Ja, das ist eine Kopie von einem Kershaw Messer. Es ist ein cooler Folder, den habe ich in Thailand gekauft. Diesen Folder habe ich ja schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Ich bin ziemlich der Meinung, dass der aus China ist, der in China gebaut wurde, steht jetzt hier nicht drauf. Aber die Thais lassen auch vieles in China produzieren. Ja, ich will eben nur meine Meinung sagen, und dieser Folder ist sehr gut verarbeitet. Da wackelt nichts. Die Klinge ist recht gut zentriert. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier erkennen kann. Aber
ja, bei diesem Folder soll es jetzt auch nicht gehen. Ich will da jetzt nur eben zeigen, dass ja, die Chinesen wirklich großteils sehr gute Sachen bauen. Das haben wir hier, ja, das Bird Tern. Das ist ja eine Budget-Marke, sage ich mal, von Spyderco, aber auch made in China. Ja, die Sonne scheint heute stark. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann, aber die meisten werden es eh wissen, dass dieser Folder made in China ist. Ja, und tiptop verarbeitet eben. Das Bird Tern finde ich sowieso richtig klasse. Wirklich super verarbeitetes Taschenmesser. Ja, und eben made in China. In China wird eben vieles günstig produziert. Ja, und wer eben kein großes Geld in Messer investieren will, der findet viele Dinge oft ja, klasse Sachen, was made in China sind. Und ich glaube, ja, das ist ein Sanremo Messer. Es muss ein Sanremo sein, in ganz so ist es ja nicht. Ja, ich hoffe, der Fokus spielt halbwegs mit. Ja, das habe ich auch schon mal vorgestellt. Ein richtig klasse verarbeitetes Messer wieder. Ich glaube, das ist jetzt eine China-Marke. Wie gesagt, ich habe mich mit China-Marken, China-Messern eben noch kaum beschäftigt. Deshalb bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das eine richtige China-Marke ist. Aber ich kann eben nur sagen, dass dieses Messer auch tiptop verarbeitet ist. Ich habe es auch schon mal zerlegt. Und also mit die China-Messer, die ich besitze und besessen habe, darüber kann ich jetzt bis jetzt nur Gutes berichten. Ja, es ist wirklich immer wieder erstaunlich für mich, wie gut die Dinger gebaut sind. Da kann man, also ich kann da wirklich nicht meckern. Und die Teile sind eben super günstig. Das macht es für mich zu noch besseren Usern. Ja, da passt man eben nicht auf, wenn man es benutzt. Das mir macht eben auch Spaß. Einen Folder habe ich noch. Ja, das ist eben das Messer, das ich mir als letztes gekauft habe. Ja, ein ganzes Messer eben. Bei Ganzo bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das eine richtige China-Marke ist. Ich glaube schon. Ja, ich hoffe, der Fokus spielt da mal mit. Ja, sonst auch egal. Auf jeden Fall. Ja, ist das eine Designkopie von einem Benchmade-Folder. Und meine Meinung ist, ja, man weiß ja, dass das kein Benchmade-Folder ist, dass das vermutlich nicht die gleiche Qualität hat wie ein Original-Benchmade-Messer. Ja, wenn Benchmade wollte, dann würde Benchmade ja wohl dagegen vorgehen, wenn Benchmade sich da etwas beklaut fühlt, sage ich mal. Vielleicht ist dieser Benchmade auch ein Kompliment, wenn jemand eine Kopie von ihrem Design baut. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Sorry. Ja, wenn Benchmade jetzt dagegen nicht vorgeht, ja, da muss eben jeder selber seine Meinung darüber haben.
Und wie gesagt, ich weiß, dass das kein Original Benchmade ist, also die gleiche Qualität und so weiter wird dieser Folder vermutlich eben nicht haben. Es ist eben eine günstige Designkopie, aber das Design finde ich sowieso richtig cool. Und dieser Folder ist wirklich klasse verarbeitet. Das ist eben die zweite Auflage vom Ganzo F710. Das heißt ja jetzt Firebird F710. Ja, ich bin einfach der Meinung, man kann bei China-Messern, so wie hier, wirklich günstig zu super verarbeiteten Messern kommen mit einem ausreichend guten Stahl. Was ausreichend heißt für mich, ja, das ist ein 440er C-Stahl. Ich glaube, der hat 58, 59 HRC. Ich bin kein Stahlprofi, aber das habe ich mal wo gelesen. Ja, was will man mehr? Der ist super verarbeitet, dieser Folder. Ja, ein guter Stahl, cooles Design, ein sehr taugliches Design eben. Wirklich klasse verarbeitet. Und was ich noch cool finde, ist, ja, dass das die zweite Auflage ist. Das heißt, da sind ein paar Dinge verbessert worden. Aber speziell um diesen Folder soll es ja nicht gehen. Ich bin etwas abgeschweift, eben zu China-Messern. Ja, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung eben, ja, dass ja, das Design ist bei vielen Messern natürlich geklaut worden, aber wenn der Hersteller da eben dann nicht dagegen vorgeht, dann ist das ihm wohl ziemlich egal, aus welchem Grund auch immer. Was ich natürlich nicht in Ordnung finde, wenn Messer kopiert werden und sie dann als Original angeboten werden, das ist logischerweise nicht okay. Aber so wie bei so einem Messer, da ist das für mich in Ordnung, denn die China-Messer, die ich bis jetzt besessen habe, oder Made in China, was auch immer, mit denen bin ich bis jetzt wirklich bei allem zufrieden gewesen. Vor allem mit diesem Modell. Das kann ich total empfehlen. Es macht sehr viel Spaß. Ja. Wenn die Chinesen ein Messer bauen, das so gut verarbeitet ist, wie so ein Folder, ja, dann ist man wirklich happy mit so einem Teil. Auch wenn es, mir ist es egal, wenn es eben made in China ist, ein China-Messer ist. Ja, viele wollen ja oder können eben nicht, keine Ahnung, 200 Euro oder mehr für ein Messer ausgeben, und diese Leute sind dann wirklich glücklich, wenn sie so ein tolles Messer sich kaufen können. Ja, für wenig Geld eben dann, wenn sie nicht viel Geld ausgeben können, aber da haben sie einen klasse Folder und der braucht sich eben nicht vor 200 Euro Kloppern verstecken. Der hält da locker mit. Ja, und das finde ich schon genial. Ja, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles erwähnt, was ich erwähnen wollte bezüglich China-Messern. Ja, ich bin da kein Profi auf diesem Gebiet, Sven. Ich kann nur meine Meinung, meine Erfahrung eben, ja, hier erwähnen. Ja, am meisten angetan bin ich zurzeit von diesem Firebird F710. Ein toller Folder, made in China. Ja, okay Sven, das war meine FAA für dich. Ich finde deinen Kanal klasse. Ich glaube, du machst gerne weiter, dir macht es auch viel Spaß. Das sieht man auch immer wieder in den Videos. Ja, China-Messer. Auf jeden Fall eine Sünde wert, immer wieder mal, sag ich mal. Also, danke fürs Zusehen. Dir alles Gute, Sven. Bis zum nächsten Mal. Ciao.